Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge im LS19 hier auf The Valley the Old Farm. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind schon bei den Wänden angekommen. Da werden wir jetzt einmal die halbe Wiese, habe ich mir gedacht, werden wir jetzt einmal wenden. Und unseren Fehlerwender, der echt, also der macht mega Laune, finde ich, der ist echt super. Oder wo sagen wir ja, drei Viertel werden wir heu machen und ein paar Silageballen werden wir abreißen. Dann Strohballen, wenn man da vielleicht links im Hintergrund sieht, habe ich auch schon angefangen zu pressen bzw. zum Beladen. Können wir natürlich auch weitermachen. Dann der Mischsteuer steht noch beim Händler, den wir holen könnten oder sollen, wie auch immer. Dann habe ich noch so eine kleine Halle gesetzt. Plus ein Mist und Gülleankauf habe ich auch noch gesetzt am Hof, das zeige ich dann auch noch schnell. Weil ich will nicht immer mit Mineraldünger düngen. Jetzt haben wir gedacht, wir machen das ein bisschen mit Gülle und Mist. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen interessanter. Ich muss halt jetzt mal schauen, wie die Preise sind. Also der Wender, der ist echt cool. So. Mal alles schnell fertig, dann werden wir uns in Schwader holen mit dem 4850. Genau. Ups. Sind wir jetzt hier gleich fertig. Also wer die Karte noch nicht kennt oder noch nicht gespielt hat, kann ich nur empfehlen. So, jetzt muss ich da mal schnell was nachschauen. Ich glaube, dass der Ton sehr, sehr laut ist. Oh, das passt. Was heißt der Ton? Musik gehört. So, ich glaube, es ist besser. Schauen wir mal. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Eben wie gesagt, das linke Viertel oder Drittel, wie auch immer, werden wir ein paar Silageballen pressen. Ein paar Strohballen habe ich jetzt schon bei unserem Heuboden eingelagert. Da werden wir dann eh die nächste Fuhre. Weiß ich nicht, ob wir es die Folge noch schaffen, beziehungsweise die nächste Folge wieder sowieso dann ein Ballenthema werden. Wenn wir da die Heuballen und Silageballen abpressen. Heu und Silage werden wir 6000 Liter pressen, nicht 4000 wie beim Stroh. Aus dem Grund, dass unser Mischfutterwagen, der hat eine 16.000 Liter Kapazität. Dann ist das ein bisschen schwierig zum Dosieren, weil so werden wir einfach immer die Hälfte vom Stroh werden wir wieder ausladen und dann für die nächste Mischung verwenden. Was übrigens auch ganz, ganz cool ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Arbeitsstellung kann man da bei den Wänden fürs Vorgewände. Das ist echt cool. So. Den 4850 habe ich jetzt ausgetauscht, weil der war ja so laut. Da habe ich jetzt einen anderen gefunden. Von Black Sheep. Soll keine Werbung sein, weil die Karte ist auch von Black Sheep. Und da ist man ja eigentlich nur gute Qualität von den Mods gewöhnt, durch das er macht. Den kann man sicher nehmen. Und der hat jetzt einen normalen Sound. Ist zwar nicht ganz gleich wie der alte. Optisch muss ich sagen, hat mir der alte fast besser gefallen, aber ich finde den auch mega, ich feier das Modell einfach irrsinnig. Ja, mit unserem Deutz, mit Aquaton habe ich da Ballen gepresst, der war da eher an der Leistungsgrenze. Da das Schöne bei den Wänden kann man schön in den Kreis fahren. Ich weiß, dass man es so natürlich nicht macht in Real Life, aber es ist und bleibt das Spiel. Ich schaue zwar eh, dass wir so real wie möglich spielen, aber alles geht halt auch nicht. So, jetzt kann ich euch gleich einen neuen Johnny zeigen. Jetzt sind wir mit den Wänden eh schon durch. Jetzt müssen wir meinen anderen Traktor benutzen. Die letzten zwei Folgen haben wir nur einen 7530 benutzt. Habe ich schnell nachschauen müssen. Ja, wie geplant, ich möchte jetzt schauen. Dienstag und Freitag
dass meine Folgen kommen. Es werden nur zwei Stück sein in der Woche, habe ich schon mal erwähnt. Da wird sich nichts ändern. So, dann klappen wir zusammen. Düsen wir am Hof. Dann werden wir sie versuchen mit dem neuen Bellerwender, Schwader. Einen kurzen Eindruck haben wir eh schon gehabt. So, da ist er. Ups, das wird ich nicht. Das neue Stück, das ist glaube ich nur älteres Modell. Vor allem die Schnauze, die ist so mega lang. 4840 ist jetzt. Müsste ich den Sound dann auch achten, guys. So, da werde ich jetzt wieder das Problem haben, was ich fürchte. Zack, zack. Genau, das habe ich mir gedacht. So, egal, das mache ich dann später. Das ist das gute Stück. Der hat auf jeden Fall was. Macht sich das an. Das ist doch cool, oder? So, ich habe jetzt natürlich den Schwader schon vorbereitet. Da werden wir jetzt gleich mal düsen. Was halt natürlich cool wäre, wenn wir noch aufheben. Genau. So, jetzt werden wir gleich mal das Vorgewende machen. So, das ist unsere Arbeitsstellung, perfekt. Ui, das ist ein Baum. Nein, ein Zaun ist im Weg. Das ist gar nicht so einfach. Da ist sie noch da. Sollten wir ein bisschen aufpassen, dass wir wirklich noch das Heu mitnehmen. So, immer so. Ja, die Strebe ist gar nicht. Müssen wir schauen, ob der IC hat. Weiß gar nicht. Schaut nicht so aus. Also Innenansicht ist schwierig zum Fahren. Aber nachdem das für mich ein bisschen ein Projekt ist mit älteren Maschinen, finde ich den trotzdem relativ cool und der hat auch wieder gut 200 PS. Vor allem die lange Schnauze und die kurze Kabine ist echt witzig. Und der ist glaube ich sogar, falls wer Interesse hat, auf Motor. Also echt cool, Flagship Modding. So, kann euch das auch schnell zeigen mit dem Akku dran. Oh, nichts liegen lassen. Genau. So, laufen wir schnell rüber. Im Prinzip haben wir 12 Ballen hinten oben auf dem Rudolf. Mit der Fliegelgabel ist das wirklich easy going. Ich habe jetzt schon lauter Stapel gemacht, habe schon alles vorbereitet. Das heißt, die brauchen wir dann nicht mehr wegfahren. Das werden wir dann gemeinsam machen mit den Heu- und Silageballen. Nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich pressen und wickeln. Würde ich mal sagen, so ungefähr. Dass wir da reinrutschen werden. Und dann schauen wir mal, Felder müssen wir natürlich wieder bestellen, beziehungsweise haben wir ja noch ein Feld. Zack, und zwar die 63, da haben wir drauf Gerste, das haben wir auch noch zum Ernten. Das heißt, unseren Drescher können wir dann auch wieder aktivieren. Naja, wie man sieht, Arbeit über Arbeit. So, das wird jetzt ein wenig spannend werden. Also ich stelle mir das in echt mit so einem Schwader gar nicht so einfach vor. Vor allem kriegen wir da ordentliche Schwarz zusammen. Das werden schon ein paar Ballen werden.
Muss man natürlich schauen, dass der Abstand nicht so groß wird da. Und wann wer Interesse hat, unten ist mein Twitch-Kanal verlinkt, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Mittlerweile habe ich dort zwei, dreimal in der Woche da mal streamen. Macht mega Spaß. Nicht nur LS, es kommen auch andere Games. Sea of Things momentan streamen wir momentan auch. Heute war wieder, beziehungsweise gestern, weil Video kommt ja Freitag. So. Freitag haben wir wieder mal LS auf meinem Server, weil der ist ja mit Season. Da ist die Ernte angestanden, das heißt, da haben wir Groschen wie die Wilden. Mal schauen, da geht es dann morgen auch noch weiter. Da haben wir noch ein Maisfeld und ein Sojabündchenfeld. Da ist aber dann auch die Bestellung für die Felder wieder am Wochenende. Das heißt, Samstag wird es wahrscheinlich wieder einen Stream geben. Samstag oder Sonntag, mal schauen. Vom Server. Ja, Samstag, weil Sonntag wird schon fast zu spät sein, glaube ich. Es hat schon was. Jetzt werden wir einmal rundherum fahren. Also natürlich leichter wäre es mit so einem Zweikreiselschwader, ohne Frage. Aber leicht kann er jeder, aber nicht ich. Ich habe da echt Bock auf solche Sachen zu probieren, auch wenn es, wie gesagt, nicht so easy ist, aber es macht auf jeden Fall Spaß. So ist es fast am besten, weil da wird die Zeile fast am schönsten. Es macht aber ohne Frage wieder mal echt Spaß, ohne Season zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gar nicht so einfach. Es war persönlich mir ganz, ganz wichtig, dass man da wieder mal ohne Season auch was muss zocken. So. Werden wir jetzt da noch das Vorgewände fertig machen. Genau. Also wenn ich ein wenig Big Bang, sorry, aber das muss mich natürlich ein bisschen konzentrieren. Das ist gar nicht so einfach. Oh, da werden wir schon ein paar schöne saftige Heuballen rauskriegen. Die Tiere werden sich freuen. Die Kühe dann. Und wenn wir jetzt noch mal Futter haben, können wir auch schon mal ein paar Stück kaufen. Und ein paar Stück im Betrieb nehmen. Sagt sich zwar jetzt falsch, aber im Prinzip ist es so. Ah, shit, das wollte ich nicht. Schalten wir da mal aus. Genau. So. Es geht echt easy, muss ich sagen. Also echt easy going. Kann ich nur empfehlen. Du kannst natürlich auch den Arbeitsmodus hier von links auf rechts umschwenken und. Also das vordere Tuch kann man auch runterlassen. Kann ich euch dann eh noch schnell zeigen, wenn wir fertig sind. Aber das Gras müssen wir auch noch. Es sind schon ein paar Bahnen da. Also falls das wer weiß, wie man so einen Schwader nennt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Also der Standsound ist ja mega von dem. So, wieder mit. Gehen wir einmal runter in der Innenansicht fahren. Man sieht ja echt super runter. Wow. Oder wird's eh eng? Das ist echt schick gemacht. Vor allem auch hinten. Das ist so übersichtlich, der Trecker.
Echt sehr, sehr nice. So. Echt nice. Macht mega Spaß. Kann ich nur empfehlen. So, den Rest werden wir dann einfach auf eine Zeile zusammenschwaden. So, das Eck ist ein bisschen schwierig da. Wie macht man das? Fast so machen müssen. So, aufkommen. Ich weiß, normalerweise fährt man zwar über die Schwarten immer, aber es lässt sich in dem Fall nicht vermeiden. So, wenn wir nochmal zwei machen, hilft nichts. Ja, Freunde, wenn ihr Mod-Vorschläge habt, also geniert euch dann bitte gerne einfach unten reinschreiben. Überhaupt kein Thema, ich bin da relativ offen. Wenn ihr irgendwas wisst oder was selber vielleicht spielt, was ich denke, boah. Hier ist Alex, wird super bei dir aufpassen oder zu deinem Projekt passen. Nur her damit. So, lala. Wir haben jetzt natürlich auch schon maßlos überzogen. In dem Sinne sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Oder ein nettes Kommentar, wie immer. In dem Sinne, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.